Das heißt, die Liebreizende. Einen besseren Namen hätten deine Eltern nicht für dich wählen können. Das waren nicht meine Eltern. Lass das. Ich will keine hohen Geschichten hören. Sag mir, welches Recht ich für dich sprechen soll. Verzeiht, Majestät. Der Konstanzer Stadtrat ist da. Sie sind empört wegen des Tumults. Entlohne sie anständig. Ich gehe mich ankleiden. Ich wurde erkannt. Er weiß jetzt, dass ich hier bin und er wird alles tun, um mich umzubringen, alles. Was ist mit dem König? Wird er dir nicht helfen? Wir wurden getrennt. Die Huren sind auf den Straßen. Wir gehen zum König. Was machst du da? Du darfst deine Rüstung nicht ablegen, du bist unser Hauptmann. Nicht mehr. Auf den Straßen ist die Hölle los. Die Huren machen einen Aufstand. Erzähl's einem anderen, es sind noch genug Soldaten da. Ganz vorne war sie. Hanna! Weg! Weg! Es hat keinen Anblick für die Bischöfe! Ich glaube nicht, dass die Heilige Kirche etwas gegen uns hat. Wir haben mehr ihrer Diener im Bett gehabt, als diese Stadt hier fasst. Wir wollen den König sprechen! Verlass sofort den Platz! Majestät, ich werde den Platz räumen lassen.
Bald ist es nicht dabei. Dann kannst du ihn nicht anzeigen. Dann nur den Vater. Wir sind gekommen, um ein Anliegen der Hübschlerinnen vorzutragen, die auf Einladung der Stadt Konstanz hier sind. Majestät, mit Verlaub, das ist ja lächerlich. Um die Belange der Huren kümmert sich der Stadtrat. Lasst sie. Ich will hören, was sie zu sagen hat. Wir müssen von unserem Lohn Wucherpreise für die Mieten bezahlen. Und die Konstanzer Bürgersfrauen nehmen uns die Freier weg. Für Pfennige geben sie sich den Konzilsgästen hin. Wenn Konstanz den Huren nicht ihr Recht garantiert, dann werden die Huren Konstanz verlassen. Sorgt dafür, dass ab sofort Recht und Gesetz eingehalten werden. Was ist mit dem Mädchen, die fälschlich der Hurerei bezichtigt und entehrt wurden? Welches Recht können die aus eurem Mund erwarten? Komm weg, du Hure! Komm weg, du Hure! Ich bin Marie Scherer, Bürgerin von Konstanz. Die von Kalbuchs Vater und Sohn haben mich mit Hilfe des Richters Honoris von Rotling und des Stadtbittes Hunold schänden lassen und der Zure verleumdet. Majestät, es ist richtig. Ein Mädchen namens Marie Scherer war mit meinem Sohn verlobt. Sie hat ihm das Schlimmste angetan, was man einem Mann antun kann. Denn er hat sie geliebt, ohne zu ahnen, dass sie Unzucht und Hurerei betrieben hat. Aber das da ist nicht Marie Scherer. Marie Scherer ist tot. Jawohl, das können meine Gerichtsdiener bezeugen. Ich bin nicht tot, ich stehe hier und... Bürger von Konstanz, ihr kennt mich doch. Wenn ihr einen Zeugen wollt, so hab ich ja einen. Linhard, der alte Knecht der Scherers. Sag's, oder ich brech dir den Hals. Marie Scherer ist unschuldig. Ja, wir haben sie geschändet, das ist die Wahrheit. Vergib mir, Marie. Hubertus von Kalburg. Dann hat die Hure die Wahrheit gesagt. Du dreckiger Bastard! Der Klage der Bürgerin Marie Scherer wird stattgegeben. Nehmt sie in eure Obhut. Und legt die Beschuldigten in Ketten. Nehmt den Richter fest. Majestät. Graf. Das Schwert. Kommt mit. War dies das Recht, welches du aus meinem Munde hören wolltest, Marie? Antworte. In mir steckte schon Schlimmeres, was mich nicht umgebracht hat. Ja, das ist das Recht, was ich hören wollte, Majestät. Ja! 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 Ja!
Marie Scherer, die Heilige Kirche spricht dich von allen Sünden frei und versetzt dich wieder in den Stand der Unschuld. Versprechen aus einer anderen Zeit von einem Mädchen, das mich einmal sehr geliebt hat. Sie würde es noch tun, wenn sie könnte. Was willst du hier? Ich wollte noch einmal an einen Ort, wo ich sehr glücklich war. Allein? Ich würde dich nur unglücklich machen. Ich bin nicht mehr die unschuldige Frau, die ich mal war. Nie mehr. Nie mehr. Die Frau, die ich vor mir sehe, ist unschuldiger als jede andere. Ich warte. Und wenn es zwei Ewigkeiten dauert.